Obwohl Australian dran steht, steckt's nicht drin. Der Australian Shepherd ist ein waschechter Amerikaner. Was? Ja, und er gehört zu den besten Hütehunden der Welt. Sein unglaublich schöner, einzigartiger Look wird nur noch durch seine Energie und Leidenschaft für seine Familie übertroffen. Erfahrt jetzt alles über diesen tollen Hund in unserem Rasseporträt Australian Shepherd. Der Aussie stammt aus Nordamerika. Seine ausgezeichneten Hütequalitäten stellte er vor allem bei der Bewachung von Merino-Schafen unter Beweis. Den Australian Sheep, die zu Zeiten des Goldrausches im 19. Jahrhundert aus Australien nach Amerika importiert wurden. Daher der Name. Mit seinem Arbeitseifer machte er sich bei den amerikanischen Ranchern schnell beliebt. Er kam als Hüte- und Wachhund und sogar bei Western- und Rodeo-Shows zum Einsatz und begeisterte das Publikum. Daher wurde er immer gezielter gezüchtet. Verbindliche Standards gibt es aber erst seit 1977 und die eigenständige internationale Rasseanerkennung durch den FCI erfolgte sogar noch später im Jahre 1996. Mit dem Border Collie zu verwechseln ist der Australian Shepherd nur auf den ersten Blick. Schaut euch gerne mal unser Rasseporträt Border Collie dazu an. Auf unserem Kanal findet ihr auch viele weitere Rasseporträts und Infovideos. Der Körper der Aussies ist schön proportioniert, eher länglich als hoch und dabei sehr geschmeidig und beweglich. Rüden erreichen eine Höhe von bis zu 58 cm, Hündinnen bleiben mit maximal 53 cm etwas kleiner. Für einen mittelgroßen Hund ist der Australian Shepherd mit maximal 32 Kilo ziemlich leicht, was ihn auch so schnell und wendig macht. Die dreieckigen Kippohren sitzen auf dem flachen oder leicht gewölbten Schädel. Der Körper endet bei manchen Tieren in einer natürlichen Stummelrute, dem sogenannten Natural Bobtail. Aber die Rute gibt es in allen Formen, von ganz kurz bis ganz lang. Große Vielfalt herrscht bei den Farben. Insgesamt gibt es 16 Variationen. Diese ergeben sich aus den vier Grundfarben Schwarz, Rot, Blue Merle und Red Merle mit unterschiedlichen weißen oder kupferfarbenen Abzeichen. Weiß darf aber nicht überwiegen. Das glatte oder leicht gewellte Fell hat eine dichte Unterwolle, die den Aussie richtig wetterfest macht. Dazu kommen noch die außergewöhnlichen Augenfarben. Blau, braun oder Bernsteinfarben mit Flecken und Marmorierung. Und manchmal sieht das linke Auge dann ganz anders aus als das rechte. Der unermüdliche Hütehund bringt viel Temperament und Ausdauer mit und legt auch als Familienhund seinen natürlichen Hüte- und Beschützerinstinkt an den Tag. Aktiv und lernfreudig ist er immer bei der Sache und stürzt sich in seine Aufgaben. Und diese dürfen auch gerne etwas anspruchsvoller sein. Er stellt sich als echtes Arbeitstier allen Anforderungen mit Hingabe. Ihr müsst also darauf achten, beim Training und auch beim Spielen regelmäßige Ruhepausen einzulegen, damit sie nicht überdrehen. Dieses Entspannen müssen manche Tiere richtig lernen. Das Zusammenleben mit Aussies ist sehr harmonisch. Sie sind verträglich mit anderen Hunden und vor allem total menschenbezogen. Sie bringen sogar einen besonders ausgeprägten Will to Please mit, möchten ihren Herrchen und Frauchen also gerne alles recht machen. Durch ihre hohe Lernbereitschaft schleichen sich aber auch schnell Fehler ein. Die Erziehung sollte also besonders aufmerksam und konsequent sein, sonst werdet ihr kleine Unarten nur mit viel Mühe wieder los. Das quirlige Aussie-Temperament solltet ihr bei der Haltung unbedingt beachten. Eine kleine Wohnung ist eher nichts für den wuscheligen Wirbelwind. Auch als Stadthund eignet sich der Aussie nicht wirklich. Und er ist schon gar nichts für Couch-Potatoes. Viel frische Luft und vielfältige, anspruchsvolle Aufgaben powern ihn aus. Nur spazieren gehen reicht da nicht. Wer selbst aber ebenfalls sportlich unterwegs ist und sich gerne in der Natur bewegt, gewinnt mit dem Aussie aber einen echten Kumpel oder eine echte Kumpeline. Besonders geeignet sind Hundesportarten wie Obedience oder Agility. Was das ist, könnt ihr mit diesem Video auf unserem Fressnapf-Kanal herausfinden. Schon abonniert? Durch seine Gehorsamkeit und seine Intelligenz eignet sich der Australian Shepherd übrigens auch hervorragend für eine Ausbildung als Therapie- oder Begleithund. Trotz recht buschigem Fell ist der Australian Shepherd eigentlich pflegeleicht. Ein- bis zweimaliges Bürsten pro Woche reicht schon. Ja klar, während des Fellwechsels natürlich täglich. In der Regel hat der Aussie die extra Streicheleinheit mit der Bürste auch richtig gern. Wenn ihr ein glückliches Leben mit dem Australian Shepherd führen wollt, achtet unbedingt auf einen seriösen Züchter.
Die Verpaarung von Merle-Hunden untereinander ist zum Beispiel verboten und führt häufig zu genetischen Krankheiten, wie etwa Blind- oder Taubheit. Informiert euch daher vorher gut über die Zucht. Wie sind eure Erfahrungen mit den bunten Energiebündeln? Wie haltet ihr sie geistig und körperlich fit? Teilt eure Erfahrungen in den Kommentaren mit und tauscht euch aus. Macht's gut und bis bald mal wieder.